Ja, ich bin Till Löbner. Ich bin Hendrik Tan. Welchen Beruf habt ihr gewählt und warum? Also wir haben den Beruf Mathematikprofessor gewählt, unter anderem, weil ich später mal Mathematik studieren möchte und Mathe echt gut kann. Wie stellt ihr euch den Beruf vor? Was glaubt ihr, was macht man da so? Also wir stellen uns den Beruf so vor, dass man da also Vorlesungen vorrangig hält, aber halt auch ein bisschen an mathematischen Themen forscht, also die jetzt noch nicht erforscht sind, sondern halt Neues herausfindet. Was glaubt ihr, was für einen Schulabschluss sollte man am besten haben? Ja, Abitur. Man sollte auf jeden Fall in Mathe im Abi eine 1 haben. In welchen Schulfächern muss man in diesem Beruf besonders gut sein? Ja. Also man sollte in Mathe schon recht gut sein, das wäre eigentlich so das Wichtigste, ansonsten vielleicht noch Informatik oder so, aber Mathe wäre vorrangig das Wichtigste. Was glaubt ihr, welche besonderen Fertigkeiten bzw. Fähigkeiten benötigt man? Ja, man muss sehr gut logisch denken können. Und man sollte vielleicht auch mit Studenten, also Schülern zurechtkommen und den Lernstoff gut vermitteln können. Denkt ihr, dass der Beruf auch Nachteile hat und wenn ja, welche? Also mir fallen keine ein. Muss man bei eurem gewählten Beruf am Wochenende arbeiten? Was denkt ihr? Also soweit wir das wissen, eigentlich nicht. Nö. Was denkt ihr, warum brechen so viele Jugendliche ihre Ausbildung ab? Ja, also einerseits, weil sie zu schlecht sind, sage ich mal, also weil sie die Prüfung nicht schaffen oder vielleicht haben sie auch falsche Erwartungen von der Ausbildung und deswegen brechen sie das Studium also vielleicht ab. Dann gibt es noch viele andere Gründe, also wie familiäre Probleme. Könnten Sie sich kurz vorstellen und sagen, welchen Beruf Sie ausüben? Mein Name ist Martin Arnold und ich habe Mathematik studiert, bin Diplom-Mathematiker und jetzt Professor für numerische Mathematik an der Martin-Luther-Universität hier in Halle. Können Sie kurz schildern, was Sie an der Mathematik fasziniert? Ich werde es versuchen. Die Mathematik ist sehr vielschichtig und es gibt verschiedene Dinge, die einen an der Mathematik faszinieren können. So, was Übergreifendes ist sicherlich, dass Mathematik immer versucht, den Dingen tatsächlich auf den Grund zu gehen, nicht auf halbem Weg stehen zu bleiben, sondern danach zu fragen, immer weiter nachzufragen, bis man tatsächlich am Ende sicher sein kann, eine Aussage ist richtig oder falsch. Ich kann etwas noch verbessern, ich weiß, wie weit ich gekommen bin, oder ich kann es nicht mehr verbessern, weil ich eine optimale Lösung erreicht habe. Was Spaß macht, ist ganz klar auch, dass Mathematik abstrakt denkt, Mathematik abstrakt arbeitet und das hält den Geist fit und ist auch immer wieder eine Herausforderung, dass man dieses Level der Abstraktion tatsächlich dann auch schafft und auch schafft, das zu vermitteln, in den Vorlesungen zu vermitteln. Gibt es etwas, was Sie an diesem Beruf stört? Was ganz massiv an dem Beruf stört, wird jeder merken, der Mathematik studiert, dass man immer als Exot angesehen wird. So dass die nette Variante ist immer noch, wenn man sagt, man ist Mathematiker, zu jemandem, der einen vorher nicht kennt, dass man dann hört, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Oder die brutalere Variante ist, dass wenn man so im Gespräch vorgestellt wird und so, dann sagt ein jemand, das merkt man ihm gar nicht an, dass man Mathematiker ist und das ist nett gemeint. Es gibt doch eine große Erwartungshaltung in weiten Kreisen der Bevölkerung, dass Mathematiker irgendwie nicht in der Lage sein sollten, über die Straße rüberzukommen, ohne dabei vom Auto angefahren zu werden oder sich ihre Schnürsenkel alleine zubinden zu können. Also man hat so einen Exotenstatus. Das ist schade. Die Deutsche Mathematikervereinigung versucht das sehr mit sehr viel Engagement und sehr viel guten Ideen, die Mathematik aus dieser Elfenbeinturm-Ecke herauszubekommen. Vielleicht ändert sich da tatsächlich was. Da hat man es als Informatiker oder als Physiker definitiv viel leichter. Das bedeutet auch, man hat es viel leichter auch mit
anderen fachlich ins Gespräch zu kommen als in der Mathematik. Die Scheu vieler Menschen vor der Mathematik ist relativ groß. Würden Sie den Beruf wieder wählen? Das ist eine interessante Frage, ob man genau dasselbe Studium nochmal wählen würde. Wenn ich in derselben Situation wäre, wie ich gewesen bin, als ich studiert habe, dann würde ich es auf alle Fälle wieder so studieren. Theoretisch fundierte ingenieurwissenschaftliche Richtung hätte mich ganz klar auch fasziniert. Das habe ich aber erst im Nachhinein gemerkt. Und das Schöne an einer Arbeitsstelle an einer Universität ist natürlich auch, dass man in gewissen Grenzen frei ist, sich selbst fachlich zu orientieren, sodass ich jetzt als Mathematiker in den Anwendungen das mache, was mich auch an den Ingenieurwissenschaften, insbesondere an den Anwendungen der technischen Mechanik interessiert. Als Professor lehren und forschen Sie. Können Sie uns schildern, was Lehre und Forschung für Sie beinhaltet? Das kann ich gern machen. Also die Lehre ist ganz klar organisiert an einer Universität. Da gibt es die Studiengänge. Dazu kommen dann immer noch spezialisierte Lehrangebote für die Studentinnen und Studenten, die bei uns dann als Masterstudenten ihre Masterarbeit schreiben wollen und später vielleicht hier in Halle auch promovieren wollen, die darauf vorzubereiten. Das ist so das typische Profil in der Lehre, also so ein Mix aus grundlagenorientierter Mathematikausbildung und dann zur Forschung hinführenden Spezialvorlesungen. In der Forschung beschäftigen wir uns konkret mit der numerischen Lösung von Differentialgleichungen. Wo haben die Studenten Schwierigkeiten und was fällt ihnen leicht? Es gibt nicht die Studenten, genauso wenig wie es die Schüler gibt. Mathematik studieren eine gewisse Bandbreite von jungen Menschen. Da sind immer welche dabei, die sind fasziniert so von der abstrakten Seite der Mathematik. Die haben typischerweise Schwierigkeiten oder oft Schwierigkeiten mit dem Umgang mit physikalischen Modellen, mit dem Umgang mit dem Computer. Die tun sich schwer, in so einem Anwendungskontext hier zu arbeiten. Die tun sich dann auch schwer in unseren Grundvorlesungen zur numerischen Mathematik. Die andere Gruppe von Studienanfängerinnen und Studienanfängern hatten viele Verbindungen und großes Interesse an Fragestellungen auch in der Informatik, in der Physik. Die haben häufig in den Grundvorlesungen damit zu kämpfen, erstmal das Niveau der Abstraktion zu erreichen, das für ein mathematisches Studium charakteristisch ist und das auch wichtig ist, um dann tatsächlich nicht nur einfach irgendwas auszurechnen, was so in ingenieurtechnischen Anwendungen im Vordergrund steht, sondern genau auch mit mathematischer Präzision vorhersagen zu können, was man ausrechnet, wie genau man es ausrechnet und so etwas. Wie groß sind die Kurse in der Regel? Die Kurse in Mathematik sind immer kleiner, überall auf der Welt kleiner als die Kurse in Betriebswirtschaftslehre oder in Psychologie. In den Spezialvorlesungen freuen wir uns immer, wenn wir zwischen 5 und 10 Studierenden tatsächlich dort für ein Thema begeistern können. Wie viel Zeit bleibt für die Forschung? Das kommt darauf an, wie viel Zeit man in seinen Beruf investiert. Wenn man eine 40-Stunden-Woche haben will, würde keine Zeit für die Forschung bleiben. Fast alle Angehörigen der Universität schauen nicht auf die Uhr. Das macht eigentlich auch gerade den Reiz aus, bei so einem Beruf, wo man dafür brennt, tatsächlich dort auch was Neues rauszubekommen. Und dann ist es so eine Frage, wie tolerant die eigene Familie ist, wie viel Kaffee man braucht, um nachts wach zu bleiben und wie man sich selber motivieren kann. Wie wird man Professor? Ich habe nicht damit angefangen, sondern erstmal Mathematik studiert und dann überlegt, was man so machen könnte. Jetzt ist es im Fach Mathematik tatsächlich so, dass ein relativ hoher Anteil der Absolventen, mehr als in anderen Fächern, an den Universitäten bleibt. Ganz einfach deshalb, weil in allen Fächern, naturwissenschaftlichen Fächern, ingenieurwissenschaftlichen Disziplinen immer eine Ausbildung in höherer Mathematik dazu gehört und die muss irgendjemand machen, das sind die Mathematiker. Ne? Deshalb gibt es doch einen relativ hohen Anteil von Mathematikern, die auch an Universitäten arbeiten.
Ich habe hier in Halle Mathematik studiert und gemacht, hat mir Spaß gemacht. Und das war so, da kam dann schon für mich auch das Berufsziel, Universitätsprofessor zu werden. Dazu gehört dann ein zweiter Doktorgrad, die Habilitation dazu, regelmäßig als Qualifikationsvoraussetzung. Die habe ich dann in Rostock erworben. Wem würden Sie dann von diesem Beruf abraten? Ja, alle, die nicht wissen, was sie studieren sollen und denken, dann studiere ich mal Mathematik, das habe ich in der Schule halbwegs gut gekonnt und dann sind alle Eltern, Großeltern zufrieden, dass ich jetzt erstmal anfange zu studieren und nicht auf der Straße sozusagen rumlungern. Also man sollte Mathematik dann studieren, wenn man sich wirklich dafür begeistern kann, weil man langen Atem braucht für das Studium. Wenn man schon in der Schule es nicht leiden konnte, als so Dinge wie Abbildungen oder Mengenlehre oder so vorgekommen sind, dann wird man sich mit dieser Abstraktion, die charakteristisch ist für die moderne Mathematik, dann wird man sich dann schwer tun und sicherlich mit einer anderen Fachrichtung besser bedient sein, so im Studium. Können Sie Ihren Beruf gut mit dem Familienleben vereinbaren? Ja, das haben wir vorhin auch schon kurz angesprochen. Das kommt immer auf die Familie an. Also in unserem Fall funktioniert das. Aber die Familie muss, insbesondere wenn man in dem universitären Umfeld aktiv ist, einiges einstecken können, damit es funktioniert. Also als ich den Ruf hierher nach Halle bekommen habe, war unsere älteste Tochter in der 8. Klasse und die wäre natürlich gerne weiter in München zur Schule gegangen, hatte ihren ganzen Freundeskreis dort und die anderen Kinder letztendlich auch. Ja, das muss man seiner Familie zumuten, man muss es vorher wissen, dass man es seiner Familie unter Umständen zumuten muss. Ich kann auch jeden Selbstständigen fragen, der das richtig gerne macht, der hat halt weniger Zeit für seine Familie. Dafür hat die Familie dann jemanden, der glücklich ist mit seinem Beruf und der da auch Spaß dran hat. Das ist ja auch was wert. Also ihr habt ja jetzt gedreht, ja? Wie wurden denn eure Erwartungen erfüllt? Ja, also meine Erwartungen wurden insofern erfüllt, dass wir recht ausführliche Antworten auf die Fragen bekommen haben und uns jetzt ein gutes Bild über den Beruf machen können. Okay, wurden die Erwartungen an den Beruf erfüllt? Ja, also so ziemlich. Also inwiefern? Man hat also erfahren, dass der Matheprofessor wirklich viel mit Mathe zu tun hat. Und ja, also was mich etwas überrascht hat, war ein bisschen, dass er eine sehr lange Arbeitszeit hat. Also dass dort über eine 40-Stunden-Woche hinausgeht, wenn man dann noch viel forschen will. Und ansonsten halt war das alles so, wie ich es mir eigentlich vorgestellt hatte. Okay, welche Vor- und Nachteile seht ihr in diesem Beruf? Ja, also ein Nachteil ist halt, dass man länger arbeiten muss, weil man, wenn man forschen will, muss man dann schon recht viel Zeit aufwenden. Und Vorteile sind halt, dass man halt ja, Mathe machen kann, wenn man das jetzt möchte. Und dass man wahrscheinlich auch einen recht guten Verdienst hat. Okay, bei dir? Ja, also als Nachteil hätte ich zum Beispiel, wie gesagt, dass man sehr lange arbeiten muss. Und ich persönlich interessiere mich nicht wirklich so für Mathematik. Gibt es irgendwelche Vorteile? Möchtest du in diesem Beruf arbeiten? Machen wir gleich bei dir weiter. Wenn nein, warum? Ich würde nicht in diesem Beruf arbeiten wollen, weil ich mich nicht so für Mathematik interessiere, sondern mehr für Physik. Okay, du? Ich würde auch nicht unbedingt in dem Beruf arbeiten wollen, weil ich zwar Mathematik studieren will, aber dann eher eine andere Laufbahn als den Weg zum Professor einschlagen will, also mehr so in die Wirtschaft gehen.